Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ein bisschen verlegen, weil ich eigentlich ungern von mir selber erzähle und schon gar nicht öffentlich, aber nun gut, es sollte so sein, also will ich mal anfangen. Ich mache eigentlich nichts anderes, als was andere Journalisten auch machen. Ich gehe morgens an meinen Schreibtisch, mache meinen Computer auf, gucke über die Agenturen, lese oberflächlich zugegeben zwei große deutsche Tageszeitungen, schaue über die Zeitungen Polens, gucke ins Internet, was zwei Agenturen oder Live-Ticker über die aktuelle Lage zum Beispiel im Krieg jetzt berichten. Die eine davon kommt aus Kiew und ist gegenüber den Maidan-Verhältnissen kritisch eingestellt, aber auf eine sehr professionelle Art und Weise. Die andere kann ich leider in Polen derzeit nicht empfangen, weil die Seite wohl blockiert ist, also muss es eine andere tun, auch von der russischen Seite. Hin und wieder findet man auch mal durch Zufälle Hinweise auf interessante Seiten, da wo man sie am allerwenigsten erwarten würde. Zum Beispiel gehört seit dem Kriegsbeginn auch der tägliche Newsletter des in Washington angesiedelten Institute for the Study of War eine Pflichtlektüre. Das ist ein Think Tank, der geleitet wird von dem früheren NATO-Oberbefehlshaber David Petraeus und der mit dem Sachverstand, der mir als ungedientem und nicht Militär zwangsläufig fehlt, die Situation, sozusagen die täglichen Fortschritte analysiert. Und dann findet man dort in den Fußnoten gelegentlich eben auch Hinweise auf interessante Seiten, von denen man vorher nichts wusste, denn muss ich ja auch niemandem erzählen, das Internet ist eine schnelllebige Welt. Ja, und dann sitze ich davor und überlege mir, was mache ich daraus? Das Erste, was ich mir immer klar mache, ist, alles, was ich da lese, ist interessengebunden. Das gilt in Friedenszeiten für so banale Sachen wie irgendwelche Unternehmensmeldungen in der Frankfurter Allgemeinen. Das gilt jetzt in Kriegszeiten natürlich erst recht. Das heißt, man muss immer mitreflektieren, was wollen die Leute, die diese Meldung in diesem Wortlaut ins Internet stellen, damit vielleicht auch noch erreichen. Das gilt natürlich übrigens für beide Seiten. Es fällt zum Beispiel auf, dass russische Seiten, da wo sie Reporter ins Kriegsgebiet schicken, die natürlich eingebettet sind, so wie westliche Kriegsreporter auch, aber sich relativ wenig äußern darüber, wie die Präsenz der russischen Soldaten tatsächlich in der örtlichen Bevölkerung angenommen wird. Das ist schon ein gewisses Indiz. Ein Indiz darauf, dass man entweder nichts zu sagen hat oder dass vielleicht das, was man zu sagen hätte, nicht so furchtbar erwünscht ist zur Publikation. Das heißt, man muss solche Dinge ziemlich aufmerksam lesen und auf die kleinen Versprecher aufmerken. Das passiert, solche Versprecher passieren auf allen Seiten und sie sind eine wichtige Quelle für das weitere Durchdenken dessen, was man als Rohmaterial auf dem Bildschirm hat, was ich mir dann immer herauskopiere auf einem gesonderten Textdokument, damit ich es dann editieren kann, hervorheben kann und so weiter, weiter bearbeite. Ich will mal ein Beispiel machen für solche Versprecher der anderen Seite, die einem plötzlich was klar machen. Ich weiß nicht, ob es die heutige Ausgabe oder die gestrige der FAZ war, jedenfalls diejenige, die mit dem NATO-Beitritt Finnlands aufmachte. Dort war auf Seite 2 ein Jubelartikel und in diesem Jubelartikel schreibt der Autor, es war ein langer Weg. Schon vor 10 Jahren begann die Vorbereitung Finnlands auf eine engere Zusammenarbeit mit der NATO. Vor 10 Jahren, also 2012,
Das war mit anderen Worten anderthalb Jahre vor dem Euromaidan, zwei Jahre vor dem Machtwechsel, zwei Jahre vor der Übernahme der Krim durch Russland und entsprechend länger vor allem, was nachher passiert ist. Das bedeutet ganz logisch, dass die offizielle Begründung, Finnland habe seiner jahrzehntelangen Neutralität ein Ende gesetzt, unter dem Eindruck der in Anführungszeichen russischen Aggression, Abführung, natürlich zumindest mit sehr, sehr großer Vorsicht zu beobachten ist. Vielleicht ist sogar der wirkliche Ablauf in Wahrheit der umgekehrte gewesen, so wie es ein Mensch, den ich sonst ungern oder selten zitiere, kürzlich mal in einem Interview mit dem Corriere della Sera gesagt hat: Die NATO hat vielleicht ein bisschen zu viel vor Russlands Türe gekläfft. Der Autor dieses Zitats ist José María Bergoglio, bekannter als Papst Franziskus. Solche überraschenden Schlüsse findet man dann immer wieder einmal. Und daraus ergibt sich dann ein Bild, bei dem man auch wieder Acht geben muss. Denn man soll den Gegner, von dessen Handlungen die Medien zu 95% mindestens voll sind, so wie es in dem berühmten Gedicht von Brecht an den kleinen Radioapparat heißt, dass meine Feinde weiter zu mir sprechen, dies soll einen nicht dazu verführen und darf einen nicht dazu verführen, die andere Seite zu verteufeln. Man muss der anderen Seite oder man kann der anderen Seite sämtliche verbrecherischen Absichten unterstellen, aber nicht Dummheit. Und nicht, dass sie nicht beim Verfolgen ihrer Vorhaben einem gewissen zweckrationalen Ansatz folgt. Das ist eine wichtige Überlegung, weil sehr vieles von dem, womit ich täglich zu tun habe und womit jeder Journalist zu tun hat, der über diese Kriegssituation berichtet und versucht, halbwegs den Kopf oberhalb der Schaumkrone der Propaganda zu halten. Man muss ständig Plausibilitätsprüfungen anstellen in seinem Hinterkopf. Man muss sagen, okay, passt das ins Narrativ und wenn ja, in welches? Kann das so eigentlich passiert sein? Oder wird da irgendwas unterstellt, was zumindest nicht plausibel gemacht worden ist? Und dann kommt man irgendwann zu Einschätzungen, dass diese Meldung womöglich vielleicht erfunden ist, vielleicht übertrieben und jene andere vielleicht doch eher verdient, dass man auf sie eingeht und sie erst einmal prophylaktisch als richtig unterstellt. Ich will ein Beispiel dazu erzählen, was mir vor ein paar Tagen passiert ist. Da schrieb mir eine in Deutschland lebende Ukrainerin, die mich irgendwann mal nach einem Vortrag von mir angesprochen hat und mit der ich seitdem in losem Kontakt bin. Sie ist auch von Beruf Journalistin gewesen dort und schickt mir immer wieder mal alle möglichen Meldungen aus ukrainischen und russischen Medien zu, was eine große Erleichterung ist, weil ich natürlich auch nicht alles verfolgen und lesen kann. Und diese Frau schrieb mir Anfang dieser Woche, sie sei völlig neben sich, weil eine Freundin ihr geschrieben habe, dass wiederum der Sohn einer Kollegin dieser Freundin, beide Frauen sind Ärztinnen und beide sind in Donetsk tätig, dass der Sohn dieser Freundin von einem Gefangenenaustausch zurückgekehrt sei nach Donetsk, aber er sei nach einer Verwundung auf ukrainischer Seite kastriert worden, also ihm seien die Hoden amputiert worden. Erst einmal denke ich da, Vorsicht, 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 Gräuelpropaganda. Und dann habe ich mal recherchiert und siehe da, es war mir auch schon mal aufgefallen im März, aber ich habe es genau als Gräuelpropaganda und zu emotional erst mal weggedrückt,
dass es solche Kastrationsdrohungen gegen russische Gefangene sogar im führenden ukrainischen Fernsehsender im März gegeben hat, und zwar von Seiten eines Mediziners, der ein sogenanntes Projekt Mobiles Lazarett anführt. Das ist wohl eine Gruppierung von nationalistischen ukrainischen Medizinern, die schon 2014 das ukrainische Militär unterstützt haben und die das jetzt weiter tun. Und dieser Mann hat eben in diesem Fernsehsender Ukraina 24 im März erklärt, früher sei er ein großer Humanist gewesen, und aber jetzt sei er der Auffassung, dass die Vermehrung der russischen Nation unterbunden werden müsse, und deswegen habe er seine nachgeordneten Ärzte angewiesen, alle Russen, die ihnen auf den OP-Tisch kommen, bei der Gelegenheit gleich ihrer Säugungsfähigkeit zu berauben. Zwei Tage später, vielleicht unter sozusagen auf Anraten von oben, hat er das dann halbherzig dementiert und gesagt, naja, ich habe mich von meinen Emotionen hinreißen lassen und das habe ich alles nicht so gemeint und natürlich habe ich das nie gemacht und nicht veranlasst und bla bla bla. Aber die Sache ist nun mal in der Luft, und ich habe das damals im März immer noch als, naja gut, das ist halt das aufgeregte Herumgerede in solchen Kriegszeiten, erst einmal nicht für veröffentlichungswert gehalten, bis ich dann eben diese Nachricht bekam. Eine Nachricht, die ich genau wegen des privaten und nicht auf Veröffentlichung abzielenden Kontextes ihrer Übermittlung dann doch für plausibel gehalten habe. Und so muss man im Grunde im Umgang mit diesem Quellenmaterial ständig Quellenkritik betreiben in erster Linie. Man muss überlegen, wem kann ich glauben, wem kann ich nicht glauben. Und das ist nicht immer völlig eindeutig zu verteilen. Zum Beispiel die russischen Kriegsziele sind inzwischen ganz explizit weit hinaus über das, was Putin ursprünglich gesagt hat, die Verteidigung der bedrohten Volksrepubliken und der dort lebenden russischen Landsleute. Inzwischen wird in Moskau davon geredet, diesen ganzen Landbogen ungefähr so, wie er jetzt von russischen Truppen besetzt ist, auf die eine oder andere Weise nach Russland zu integrieren. Teilweise ist das eine geradezu militärische, strategische Zwangsläufigkeit, wie im Falle des Unterlaufs des Dnjepers, also die Gegend von Cherson, weil dort ein Kanal abzweigt vom Dnieper, der essentiell wichtig ist für die Trinkwasserversorgung der Krim. Und da habe ich bereits am ersten Tag, als ich gelesen habe, dass die Russen in dieser Achse vorgestoßen sind, gesagt, das Gelände, das geben die nicht wieder her, weil das einfach für sie viel zu wichtig ist, weil sie es in den ganzen inzwischen 8 Jahren, die sie die Krim kontrollieren, eben nicht geschafft haben, dort eine funktionierende Trinkwasserversorgung zu organisieren. Geht vielleicht auch aus natürlichen Gründen nicht, will ich jetzt gar nicht mich darüber aufhalten. Jedenfalls ist an der Stelle völlig klar, deswegen sind auch solche Sprüche von Politikern aus Moskau, die sagen, dieses Land werde auf immer bei Russland bleiben, für mich mehr als, oder einerseits mehr, andererseits auch weniger, als Kraftmeiereien im russischen Fernsehen, sondern da werden strategische Notwendigkeiten ausgesprochen, auch wenn die dann hinterher ganz anders bemäntelt werden. Ja, ich stehe zum Beispiel diesem ganzen Gedankengebäude von Putin, es gehe darum, russische Landsleute im Ausland zu retten, einigermaßen skeptisch gegenüber, weil ich dieser ganzen Gedankenfigur der Landsleute im Ausland skeptisch gegenüberstehe, denn nach derselben Logik könnten wir auch hergehen und sagen, und was machen eigentlich unsere so und so viele Millionen Landsleute zwischen Salzburg und Eisenstadt? Ne? Nur heute weiß jeder, und heute ist es allgemein anerkannt, dass das eben Bürger eines anderen Staates sind, der sich Österreich nennt, und niemand will daran mehr etwas ändern. An der Stelle merkt man also auch, es gibt viel Gestrüpp aufzuarbeiten und daran sozusagen mit der Hacke des kritischen Verstandes zu arbeiten,
Das ist der Kern meines Jobs und dazu schadet Professionalität nichts, aber zum Schluss möchte ich doch ein Zitat von Heinrich Heine bringen, was es, glaube ich, am besten beschreibt und bitte das jetzt nicht als Eigenlob zu verstehen. Es ist einfach eine treffende Bemerkung. Im Wintermärchen gibt es ja die Stelle, wo er sagt, während also irgendjemand da gesungen und jubiliert, ward von den preußischen Douaniers mein Koffer visitiert. Ihr Toren, die ihr im Koffer sucht, hier werdet ihr nichts entdecken. Die Kontrabande, die mit mir reist, die habe ich im Kopfe stecken. Danke.